Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Willkommen zur aktuellen Ausgabe der Europa von KBS World Radio am heutigen 1. September 2018. Wie immer mit 250 Kilowatt Leistung ausgestrahlt über das bewährte Wufferten Relay 3955 Kilohertz. Gute Unterhaltung bei bestem Empfang, das wünschen Ihnen noch heute wieder Anne Sternkoch. Und Jan Dirks, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ja, bis hierhin ist heute noch alles normal und in Ordnung, liebe Hörerfreunde. Das habe alles wie gehabt. Aber jetzt gerät die Hörerecke etwas aus den normalen Fugen, denn die heutige Sendung ist die letzte, für die ich das Skript geschrieben habe. Und es ist auch die letzte, die ich moderieren werde. Ich nehme schweren und leichten Herzens erst einmal Abschied von der Hörerecke und von KBS World Radio. Ob dieser Abschied endgültig sein wird oder nur eine längere Pause, das wird die Zukunft zeigen. Schweren Herzens, das sage ich nicht leicht dahin. Die Hörerfreunde sind mittlerweile ja auch zu einer Art Familie geworden. Meiner Familie, kann man durchaus sagen. Leichten Herzens, weil ich jetzt die Zeit haben werde, die ich brauche, mich um meine doch etwas sehr angeschlagene Gesundheit zu kümmern und mich wieder physisch und auch psychisch etwas zu holen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wieder zu mir zu kommen. Ja. So nach dem Motto, Anne, wo bist du? Hier. Ja, das ist ja, du bist ja eine schwer Person. Soweit ich weiß, laufen bei dir gerade während des Semesters, also so etwa 8 Monate im Jahr, 3 verschiedene Arbeiten immer parallel. Ja, richtig, das ist oder war auch in den letzten Jahren das Problem. Da ist also zum einen die Arbeit an der Uni, wo sich mittlerweile die Teilnehmerzahl in den Kursen verdoppelt hat, was gerade im Aufbaustudium, also für Magisterstudenten, für mich mehr Zeit und Arbeit bedeutet, vor allen Dingen auch Zeit vor dem Computer. Dann kommt 4-mal im Jahr Koreaner, die Zeitschrift für Kultur und Kunst, heraus, für die ich übersetze und Editionsarbeiten mache. Auch das ist eine ziemlich arbeitsintensive Angelegenheit. Und dann ist ja da noch die Hörerecke, deren Skript je nach Woche 10 bis 15 Stunden beansprucht. Wenn alle 3 Arbeiten dann zusammenkommen, dann war es so, dass also im Semester mein Wochenende aus dem Freitagnachmittag wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bestand. Samstag und Sonntag musste ich arbeiten, also Vorbereitung für die Uni. Nun werde ich auch nicht jünger und ich habe einfach ein Level erreicht, wo ich merke, es geht nicht mehr so. Und das, was einmal Spaß und Freude brachte, das wird mehr oder weniger jetzt schon zur Last, zur Belastung. Und ohne die Unterstützung meines Mannes, der schon seit Jahren mit Einkaufen und Kochen das bisschen Haushalt, wäre das jetzt gar nicht möglich gewesen. Also lieber Il, ein großes Kamsahamnida an dich. Ja, Kamsahamnida, das ist das, eigentlich das Stichwort für die ganze heutige Sendung. Du sollst nämlich heute natürlich in der heutigen Hörerecke im Mittelpunkt stehen. Wir wollen ein bisschen was über dich erfahren. Und vor allen Dingen könnte ich mir denken, dass es die Hörerfreunde zunächst mal interessiert, wie denn eigentlich die näheren Umstände waren, die dich überhaupt nach Korea gebracht haben. Ja, also konkreter Umstand, wenn man so will, war mein Mann. Er hat in Deutschland in Slawistik promoviert, Hauptfach Russisch, und ich habe Russisch als drittes Nebenfach aus reinem Interesse an der Sprache und auch an der Literatur studiert. Also Leo Tolstoi gehört zu meinen Lieblingsautoren. Wir haben uns im Studentenwohnheim kennengelernt, als ich auf der Suche nach jemandem war, der Russisch studierte. Und da habe ich halt bei ihm an die Tür geklopft. Es war so ein Fall von sie kam, sah und blieb. Im wahrsten Sinne des Wortes. 1985, also nur eine Woche nach seinem Rigorosum, sind wir dann nach Korea geflogen. Mein Mann war ja Regierungsstipendiat. Das bedeutete, er musste sein Studium innerhalb eines gewissen Zeitrahmens beenden und er wurde sofort für den Einsatz im Lande zurückbeordert.
noch ein bisschen rumreisen oder so, sich erholen, das war gar nicht erst drin. Mhm. Damals gab es ja noch keine diplomatischen Kontakte zu den Ostblockländern. Die koreanische Regierung hatte mit Blick auf die Zukunft Stipendiaten in die Länder geschickt, zu denen man Kontakte aufnehmen wollte. Also das waren Russland zum Beispiel, Polen, Serbien, Tschechoslowakei. Und die Sprachen dieser Länder musste er dann also neben Russisch auch noch lernen. Ja. Und Latein. Latein auch noch. Ja, ja, Promotion. Also. Nicht schlecht. 1985, ja. Da war Korea ja sicherlich noch eine ganz andere Welt. Ja, das kann man so sagen. Von 1980 bis 1988 regierte der durch einen Militärputsch an die Macht gekommene General Chun Doo-hwan mit harter Hand. Es war die Zeit der Demokratiedemonstration. 1986 habe ich an der Koryo-Universität Deutsch unterrichtet, also an einer der Hochburgen der damaligen Demokratiebewegung. Oft musste ich den Unterricht ausfallen lassen oder auch schon mal ins Goethe-Institut verlegen, weil das Tränengas eines der weltweit schlimmsten überhaupt war. Und eigentlich muss man diesen Kampf für Demokratie miterlebt und das Gas mal gespürt haben, um zu verstehen, was dieser Kampf bedeutet und noch bedeutet. Das kann ich immer wieder auch nur meinen Studenten sagen. Ja, die politische Entwicklung ist vorangegangen, aber nicht nur politisch war ja Korea damals ganz anders als heute. Woran erinnerst du dich noch? Ja, das fängt ja so ganz anders. Das fängt schon mit kleinen Dingen an, wie zum Beispiel dem Flug nach Korea. 1985 gab es keinen Direktflug Frankfurt-Kimpo. Wir mussten über Anchorage in Alaska fliegen, wo wir ein, zwei Stunden Aufenthalt hatten. Das war aber gar nicht schlecht. Da konnte man sich dann so ein bisschen ausruhen und das wirklich schöne Bergpanorama genießen. Da haben wir noch Fotos. Also die Route über Russland oder die damalige Sowjetunion war das ja auch nicht, das nicht. Eben noch no nicht. Ne? Da musste man andersrum um die Welt. Ja, Anne, du hast eben den Flughafen Kimpo genannt. Das war ja damals der internationale Flughafen in Korea. Flughäfchen, möchte man fast sagen, im Vergleich zu dem riesigen 2001 eröffneten modernen Flughafen Incheon, der zu den größten und besten in Asien und der Welt gehört. Wie sah das damals aus? Ja, also wir sind dann also in Kimpo gelandet. Mhm. In Kimpo wurden wir vom Imobu, dem Onkel meines Mannes, abgeholt, der zu den wenigen Koreanern gehört, die damals überhaupt ein eigenes Auto besaßen. Mhm. Auch das war ein Zeichen der Zeit. 1985 war das Jahr, in dem die Zahl der Automobile in Korea gerade die 1 Million Marke überschritten hatte. Die Bevölkerungszahl lag bei rund 40 Millionen. Mhm. Konntest du damals eigentlich schon Koreanisch? Ja, quasi nur guten Tag und auf Wiedersehen. Da wir wegen des Studienabschlusses beide so unter Druck standen, blieb fürs Koreanischlernen bis auf ein paar Wörtchen hier und da keine Zeit. Da ist bis heute auch die Verkehrssprache zwischen meinem Mann und mir Deutsch. Nur wenn Koreaner um uns rum sind, dann wechseln wir auf Koreanisch. Mhm. Ja. Und damals, also war das nicht schwer, dass du am Anfang so überhaupt kein Koreanisch konntest? Ja, also ehrlich gesagt, ich spaße immer, dass ich wahrscheinlich nicht mehr hier wäre, wenn ich alles verstanden hätte. Denn gerade für meine Schwiegermutter, die sich für den ältesten der drei Söhne eine gute koreanische Partie gewünscht hatte, und da gab es auch schon Damen in Aussicht, war die deutsche Schwiegertochter am Anfang nicht ganz einfach zu verdauen. Mhm. Und da war es wohl hin und wieder ganz gut, dass ich nichts verstanden habe. Mimik und Gestik haben da eh schon hin und wieder noch verraten. Mhm. Und bevor hier jemand weiter spekuliert, von den drei Schwiegertöchtern habe ich heute wohl das engste und beste Verhältnis zur Schwiegermutter. Übrigens hat sie auch vor 33 Jahren gewissermaßen schon nach Noblesse oblige gehandelt. Ja, wie meinst du das? Einfach in dem Falle sich den Tatsachen fügen und das tun, was zu tun ist und was sich gehört. Am Tag nach der Ankunft stand gleich eine Shoppingtour im damals größten und modernsten Kaufhaus des Landes an, im Lotte-Pekka-Jom, im Lotte-Kaufhaus. Für meinen Mann hat sie mit Blick auf die Arbeit an der Uni und auch mit Blick auf die kleine Hochzeitsfeier am 8.8. einige Anzüge und Hemden schneidern lassen. Das war damals üblich, also das Schneidern und überhaupt nichts Besonderes. Und mich hat sie mit einem weißen Spitzenkostüm, nicht unbedingt mein Fall gewesen, aber okay, Schuhen, Schmuck und so weiter ausstaffiert. Also den Dingen, die die Familie des Mannes, der Braut, vor der Hochzeit in der Regel als Mitgift gibt. Geheiratet haben wir dann auf der deutschen Botschaft im Solar Rathaus, also auch gleich zweimal und mit der koreanischen Hochzeitsfeier dreimal. Scheidung wird ein Problem. Die eigentliche Hochzeitsfeier fand im größeren Rahmen am 2.2. statt. An dem Tag hat es stundenlang geschneit. Und das war so eine richtig typisch koreanische Hochzeit, wie man es heute noch
macht in einem dieser Hochzeitspaläste. Ja, richtig. Ja. Es waren also einige hundert Leute da. Der Hochzeitsredner war ein ehemaliger Professor meines Mannes und einer der wenigen überhaupt, die ich kannte. Ich habe natürlich kein Wort verstanden von ihm, was er gesagt hat. Vielleicht war das auch etwas an meinem etwas kritischen Blick abzulesen, der also auch bis heute auf den Fotos von damals festgehalten ist. Der kommt da ganz gut zur Geltung. Ich meine, ich hätte da ja zu wer weiß was Ja und Abend sagen können, ne? Doch, Spaß beiseite. Ja. Abends haben wir dann im Sheraton Walker Hill übernachtet. Auch solche Hotelübernachtungen waren damals so ein Brauch. Hochzeitsreisen hat man ja kaum gemacht und wenn dann nur im Inland, Auslandsreisen, dafür brauchte man spezielle Genehmigungen. Das ging ja gar nicht so einfach. Beim Dinner gab es dann auch Rotwein. Ja, Wein war wegen der Importbeschränkung damals ja auch noch eine Seltenheit, ne? Richtig, selten und sehr, sehr teuer. Heute bekommt man Wein in jedem 24-Stunden-Laden. Ja, oh, wenn man gerade auf den Wein so zurückblickt, dann ist es schier unglaublich, wie sich Korea gewandelt hat in der Zwischenzeit. Ja, so fing das also damals alles an. Sag mal, wie und wann hat es dich eigentlich zu KBS verschlagen? Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, würde ich da mal sagen. Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsender KBS habe ich 1986 angefangen, also vor 32 Jahren. Damals war die Deutsch noch eine beliebte Fremdsprache und KBS TV hatte eine Fernsehsendung zum Deutschlernen, die damals einmal pro Woche ausgestrahlt wurde. Von 1986 bis 1990 bin ich in dieser Sendung aufgetreten und habe versucht, den Leuten etwas Deutsch beizubringen übers Fernsehen. Tatsächlich passiert es mir heute noch gelegentlich, dass ich auf diese Sendungen angesprochen werde, natürlich von schon etwas älteren. Ja, genau, eine bestimmte Generation, die Erinnerung hat. Ja, da hast du ja richtig ein Stück koreanischer Fernsehbildungsgeschichte miterlebt. Das kann man so sagen. Also 1991 wurde die Bildungsabteilung von KBS getrennt und EBS hat als selbstständiger Bildungssender des Landes die Bildungsarbeit übernommen. Für EBS TV habe ich dann von 1991 bis 1999 gearbeitet. Damals habe ich auch einen deutschen Kollegen kennengelernt, der frisch im Bereich Deutsch als Fremdsprache promoviert aus Deutschland zurückkam und die Sendung dankenswerterweise übernahm. Mit ihm habe ich im Laufe der Jahre 2 Lernwörterbücher und 6 Lehrbücher für Deutsch als Fremdsprache erstellt, zum Teil auch für das Bildungsministerium. Das 7. kommt demnächst heraus. Das war schon eine schöne Arbeit. Neben Texten und Ideen habe ich auch oft Fotos zum Illustrieren geliefert. Also da kann man zum Beispiel auch Bilder von den Aufnahmen, die ich später fürs Fernsehen in London gemacht habe, sehen, weil die gerade so gut da reinpassten und die Texte haben wir dann dazu gebaut. Und die Fotos habe ich zum Teil einfach geliefert und auch Bilder gezeichnet, weil das Budget hin und vorne nie reichte. Und auch bei den Tonaufnahmen habe ich also die Geräusche im Sinne des Möglichen selber produziert. Ja, also richtig kreativ geworden. Ja, Mut macht erfinderisch. Ganz genau, ne? Ja, gibt es irgendwas, was dir im Bereich Deutsch als Fremdsprache bei dieser Arbeit besonders viel Spaß gemacht hat? Ja, ich habe schon mehr oder weniger erwähnt, das Kreative für die Deutsch-TV-Sendung bei IBS haben mein Kollege und ich die Dialoge damals gemeinsam geschrieben, aber die Grundideen kamen meist von mir. So habe ich zum Beispiel eine kleine Serie mit einer älteren Dame mit wallendem Busen gemacht, die gerne Kriminalfälle löst. Vorbild war hier, ich muss es gestehen, Mrs. Doubtfire, die 1993 von Robin Williams gespielt wurde. Die Kriminalfälle beruhten auf meiner bis heute ausgiebigen Krimi-Lektüre. Die Dame mit Pudel, die hatte immer einen dabei, den musste KBS auch extra ausleihen, also IBS damals, weil es so einfach war. Die habe ich dann natürlich auch gespielt. Und die Produzentin, mit der ich bis heute befreundet bin, hat dann quasi mein Schauspieltalent erkannt und mich als Hauptdarstellerin von Woody und Maddie eingesetzt. Das war die erste in Korea mit eigenem Know-how produzierte Sendung für Englisch für Vorschulkinder und ein voller Erfolg. Ich war da natürlich die Baddie. Die Firma hat mit dem Videoverkauf viel Geld gemacht, hat sogar Aufnahmen in England und Frankreich gesponsert. In den Kaufhäusern liefen die Videos, in der Buchabteilung, überall. Gott sei Dank war ich als eben die Hexe Baddie in den Videos so stark geschminkt und verkleidet, dass man mich nicht erkannte, wenn ich an den Videos der Sendung vorbeiging. Und der Song damals war Goody. Live in a wonder world, a
ABC Land und so weiter. Oh ja, also die Sendung scheint dir Spaß gemacht zu haben. Oh, die Sendung war toll. Ja, und als wir in London aufgenommen haben, da wollte mich für die Touristen dauernd fotografieren, weil sie dachten, ich liefe für die Stadt London als Touristenattraktion, als Hexe mit einem Totenkopfbesen bewehrt durch die Straße. Ja, also es gab eine ganze Reihe von witzigen Situationen, über die ich heute noch lachen muss. Also zum Beispiel sollte ich Blumen in Buckingham Palace an die Queen liefern und musste eigentlich an der Ampel warten, um die Straße zu überqueren. Aber als Hexe macht man da sowas nicht. Also ich wollte dann einfach über die Reling, über die Absperrung dort steigen und jemand sollte mich zurückhalten und sagen, you have to use the crosswalk, also bitte Fußgängerüberweg benutzen. Und bis dahin war es mal gut, aber dann schwang ich mich also über diese Absperrung und dann passierte mein Riesenflug auf die Fahrbahn, genau vor die wartenden Augen von der ganzen Schlange von Autofahrern treten. Ja. Und ich musste da raus und musste mir also von der Fahrbahn wieder den Schuss zurück in den Hexenkostüm und mich dann entschuldigen. Eine von vielen Situationen. Ne? Also es war wirklich witzig. Bei der Nachfolgesendung Billy the Bat habe ich dann anfänglich nur noch am Drehbuch mitgearbeitet. Die Grundidee für diese Sendung, die ist zwar nicht zuletzt auch auf meine Mist gewachsen, aber ich musste wegen der Zulassung durch die Uni-Arbeit und der Arbeit bei KBS dann leider dort aussteigen. Bei KBS Radio dann. Genau. Ne? Und das ist auch das nächste Stichwort. Und darüber erzählt uns sicher gleich noch ein bisschen mehr. Ja, Anne, vorhin hattest du ja schon kurz erwähnt, dass du 1996 zu KBS Radio gekommen bist. Wie bist du hier gelandet? Ich hatte vorhin ja schon von der Uni-Arbeit erzählt. 1991 habe ich begonnen, an der deutschen Abteilung der Hamburg-Universität für Fremdsprachen, kurz Hochdeutsch, zu unterrichten. Zu der Zeit habe ich auch angefangen, an der Graduiertenschule für Dolmetschen und Übersetzen Unterricht zu geben, damals nur eine Stunde die Woche. Das war sowieso alles nur in Teilzeit, was für mich wegen der TV-Arbeit und einer ja noch kleinen Tochter übrigens ganz ideal war. Ja, wie hast du das eigentlich damals mit dem kleinen Kind hinbekommen? Ja, also meine Tochter Miriam war bei den Fernsehaufnahmen meist dabei und hat mit 2,5 Jahren im wahrsten Sinne des Wortes ihre erste Fernsehgage verdient. Damals für die Deutschsendung, wo sie also in einem Spot mitgemacht hat. Fernsehen war für sie meist interessant. Sie hat also dort sehr viel Zeit in der Schminke verbracht und in diesem Zuge dann entsprechend schnell auch den Glauben an den Nikolaus verloren, wie sie mir erst vor kurzem erzählte, denn dort hat sie für die Weihnachtssendung natürlich auch erlebt, wie der Nikolaus ins Kostüm gebracht wurde und geschminkt wurde an Weihnachten. Ja, und dann gab es dann Weihnachten im Kindergarten und das Erste, was sie da gemacht hat, ist also war der Versuch, den Nikolaus dann zu entschminken und herauszukriegen, was darunter war. Ne? Also beim Fernsehen lernte sie dann auch noch etwas anderes schnell, und zwar, dass man bei Standby den Mund zu halten hatte, wenn man wollte, dass Mama schnell fertig wird. Und weil sie das Prinzip kapiert hatte, da konnte ich sie auch schon mal zur Uni mitnehmen, wenn mein Betreuungssystem von heute auf morgen im wahrsten Sinne des Wortes ausfiel. Was allerdings dann Gott sei Dank maximal ein, zweimal im Jahr passierte. Sie kroch dann während des Unterrichts mit Zeichenblock und Bilderbuch unter einen Tisch, hörte aber wohl auch zu. Jedenfalls erinnere ich mich, dass sie einmal hervorkrabbelte und meinte, Mama, was ist denn eine Müllhalde? Müllbeseitigung war gerade das Thema im Übersetzungsunterricht. Ja, also ja, Wahnsinn, dass das damals noch möglich war. Das wäre ja heute unvorstellbar. Nee, also heute könnte man es nicht mehr. Mhm. Heute hat die Uni auch eine Kinderkrippe und Kindergarten für die Kinder der ausländischen Lektoren. Da hat sich also einiges getan. Aber damals musste man halt wirklich viel improvisieren und es ging. Ja, zurück zu KBS World Radio. Die Wege des Herrn sind wunderbar, heißt es. Bei KBS TV habe ich 1988 mit einem Professor für die Deutschsendung gearbeitet, durch den ich dann an meine jetzige Uni, die Hamburg-Universität für Fremdsprachen, gekommen bin.
und auf diesem Weg auch an die deutsche Abteilung der Graduiertenschule für Dolmetschen übersetzen. Und dreimal dürfen Sie raten, von welcher Uni die langjährigsten Mitarbeiter von KBS World Radio stammen. Ja, na, wahrscheinlich alle von der Hanguk-Universität für Fremdsprachen. Ne? Ja, bingo. Mhm. Also von den jetzigen Mitarbeitern sind 5 ehemalige Studenten von mir. Chesua, die ehemalige Studentin, die mich 1996 zu KBS World Radio geholt hat, arbeitet jetzt in der koreanischen Abteilung. Die Welt ist also manchmal wirklich klein. Mit welcher Sendung hast du bei Radio Korea, wie das ja damals noch hieß, KBS World Radio heute, damals eigentlich angefangen? Das erste war das koreanische Allerlei. Das war eine so 7-minütige Sendung nach dem Format vom Korea Kaleidoskop bzw. von Anis oder Fabians Korea. Hauptunterschied, ich habe das alles alleine gemacht. Also es gab keine Doppelmoderation und 1996 habe ich das Skript noch mit der Hand geschrieben. Das war ja noch vor Computerzeiten, lange davor. Und Schreibmaschine, das kam für dich nicht in Frage? Warum hast du nicht Schreibmaschine? Ja, damals war ich also im wahrsten Sinne des Wortes nicht beweglich genug mit Schreibmaschine. Mhm. Eine Schreibmaschine ist ja kein Notebook. Ja. Meine Tochter war damals so 8, das heißt, ich musste immer und überall arbeiten können, zum Beispiel, wenn ich nach dem Nachmittagsunterricht an der Schule beim Abholen auf sie warten musste. Das koreanische Allerlei lief auch nicht nur an einem einzigen Wochentag, sondern 5 Tage die Woche von Montag bis Freitag. Mengenmäßig habe ich für eine Sendung 3 DIN A4-Blätter vollgeschrieben, habe ich jetzt gesehen beim Durchblättern. Wie gesagt, war das wichtigste Flexibilität. Bei einigen der Blätter ist die Kugelschrift etwas durch Wasser verwischt. Das Skript für eine Sendung im Sommer, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ich mit meiner koreanischen Freundin Sanga-Oma, also der Mutter von Sanga, und Sanga, Miriams Freundin, irgendwo in den Bergen an einem kühlen Flusslauf auf einem Stein gesessen habe und da eben die Sendung geschrieben habe, während die Kinder unter Aufsicht von Sanga-Mama dann im Wasser spielten. Andere Blätter haben Lehmspuren, da Sanga-Oma auch Töpfe hatte. Das heißt, die Kinder waren wohl am Kneten, während ich schrieb. Ja, Sanga-Oma ist leider im letzten Jahr an Krebs gestorben. Ja, das war wirklich auch für mich ein großer Schlag, meine langjährigste Freundin hier. Indirekt hat sie auch zu KBS World Radio und zu meinen Sendungen wirklich viel beigetragen. Ja, die Sendung, das koreanische Allerlei, das ist sicherlich damals auch schon gut angekommen, oder? Ja, es war schon beliebt bei den Hörern. Aus meinem Schreibblock fiel übrigens ein Fax vom 23. November 1997, das mir die Ferdinand aus Tietz geschickt hat, von dem wir leider seit Ewigkeiten jetzt nichts mehr gehört haben. Ich habe Herr Ferdinand, der mit einer Koreanerin verheiratet ist und Korea auch ganz gut kennt, manchmal getroffen, wenn ich Freunde in Aachen besuchte. Herr Ferdinand schreibt... Ich lese das mal eben vor. Ich möchte Ihnen zum derzeit laufenden koreanischen Allerlei gratulieren. Jedes Mal, wenn ich meine, Sie sollten eine Sache noch etwas ausführlicher erklären, geschieht das am nächsten Tag. So zum Beispiel bei der Anschaffung und Überreichung der Hamm mit Gifttruhe. Ich selber habe das in Seoul mal mitgemacht und war begeistert, wie der künftige Schwiegervater den Bräutigam ins Haus zu locken versuchte, der aber von den Freunden zurückgehalten wurde. Tja, heute konnte man das Ganze allerlei auf der KBS-Webseite nachhören. Damals haben die Hörer es zum Teil mitgeschnitten. Ein bisschen schade, warum da sehr viel verloren gegangen. Ne? Ja, woher hattest du denn die Ideen für dieses Allerlei? Ja, zum Teil aus Büchern, zum Teil einfach auch aus dem Alltag, wenn ich bei Spaziergängen oder Wanderungen etwas gesehen habe und dachte, daraus kann man doch was machen. Nicht zu vergessen meine Taxifahrer. Die waren immer eine ganz besondere Inspiration und Ideenquelle, muss ich sagen. Sie haben mir auf der Fahrt Fragen beantwortet, so zum Beispiel die Frage, wie man eine Zulassung als Taxifahrer bekommt, ob es Altersgrenzen gibt und so weiter. Einmal war mein Taxifahrer ein Flüchtling aus Nordkorea, der hier im Süden zusammen mit seiner Frau eine Schule aufgemacht hat, wo er junge Flüchtlinge aus Nordkorea betreut. Er wurde auch für seine Arbeit von der Regierung ausgezeichnet. Ein anderer Taxifahrer fährt mich auf immer derselben Strecke zu einem Festtarif, egal ob es staut, ob es regnet, schneit oder was auch immer. Wir freuen uns immer, wenn wir aufeinandertreffen. Und das in einer 10-Millionen-Stadt. So viele Einwohner hat ja die Kernstadt Seoul. Auch die allererste Taxifahrerin Koreas habe ich kennengelernt. Oh, ja. Gut, Anne, was kam denn dann nach dem koreanischen Allerlei? Das war der koreanische Sprachkurs. Auch davon habe ich nur noch handschriftliche Skripte.
Ja, und dann habe ich die Hörerecke übernommen. Hm. War die eigentlich schon immer 50 Minuten lang? Nein, ich glaube, am Anfang war sie 20 oder 30 Minuten lang und dann kam der Riesensprung auf 50 Minuten. Hm. Soweit ich weiß, ist TBS World Radio unter den noch über Kurzwelle sendenden Auslandssendern auch der einzige, der 50 Minuten in eine Hörersendung investiert und auch die Hörerfragen recht ausführlich beantwortet. Ja, und das hat auch einfach damit zu tun, dass ich mich in einzelne Fragen sehr gerne verbeiße, wenn sie mich selbst interessieren. Das war zuletzt zum Beispiel bei der Geschichte der Koreaner in Usbekistan und Kasachstan so. Ja, und ich muss sagen, das ist übrigens auch das Schöne bei der Arbeit an der Hörerecke gewesen. Ich selber lerne immer viel Neues dazu, beziehungsweise kann meine eigenen Ansichten auch mal relativieren. Und ich lerne Korea besser kennen und schneller kennen, auch in manchen Fällen. Und das alles noch gegen Bezahlung. Ja, besonders, also die Hörerfragen, die sind ja auch wirklich immer sehr akribisch recherchiert. Heutzutage kann man das alles über das Internet machen, da kommt man schnell an die meisten Informationen. Aber das war ja nicht immer so. Wie hast du das früher gemacht, vor Zeiten des Internets? Ja, zum Teil ging das einfach über Bücher. Ich bin regelmäßig durch die Buchhandlung gestreift, immer auf der Suche nach guten Infoquellen. Zum Beispiel habe ich mehrere Jahre hintereinander die Jahrbücher des Statistikamtes gekauft. Heute stehen diese Infos auf der Webseite des Statistikamtes. Oder ich habe Spezialbibliotheken besucht, wie die des Instituts zur Förderung von Frauen. Dann haben mir, wie schon erwähnt, die Taxifahrer geholfen. Und wenn ich mich ganz verbissen hatte und nicht weiterkam, dann hat mir eine ehemalige Studentin des Dolmetscherinstituts, mit der ich befreundet bin, weitergeholfen. Mit ihr zusammen habe ich übrigens auch einige Bücher übersetzt. Ja, wie hat sie dir denn geholfen? Ja, sie hat die relevanten Stellen wie Ministerien, Ämter, Firmen und so weiter einfach direkt angerufen und gesagt, dass sie für KBS Radio arbeitet, was ja irgendwo auch stimmte, wenn auch eher etwas indirekt, sagen wir mal. Übrigens könnte man an dieser Stelle quasi eine Sonderquiz Frage einbauen. Welchen deutschen Altbundeskanzler hat diese ehemalige Studentin Anfang Mai 2018 in Seoul standesamtlich geheiratet? Die feierliche Hochzeit findet, das ist mittlerweile allgemein bekannt, am 5. Oktober in Berlin statt. Ja, also stöbern Sie mal die deutsche Klatschpresse durch, liebe Hörerfreunde, da sollten Sie wirklich schnell fündig werden. Ja, und es wartet ein schöner Quizgewinn auf Sie. Ja, wie immer, wir haben attraktive Preise. Jetzt habe ich schon eine Menge aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich denke, es ist Zeit für ein Verschnaufspäuschen. Ja, wollen wir ein bisschen Musik hören? Anne, vielleicht hast du einen Wunsch? Ja, ich würde gerne eine Adidang-Version hören. Und zwar einfach aus dem Grund, weil Adidang das erste Lied ist, das ich überhaupt singen gelernt habe in Korea oder überhaupt in Deutschland schon. Ich mag das wirklich sehr gerne. Das machen wir. Wir hören Adidang, gesungen von der A Cappella-Gruppe Solists. Zomiwol Dagago Samorirane 강남 갔던 제비가 Oh.
Jetzt wirklich eine schöne Arirang-Version. Bevor ich jetzt mit meinen Geschichten und Anekdötchen weitermache, möchte ich mich noch ein letztes Mal stark machen für den Erhalt der Kurzwelle, insbesondere der deutschsprachigen Kurzwelle, auf unserer Webseite world.kbs.co.kr/German steht jetzt nämlich endlich die Umfrage zur Zufriedenheit der Hörer im Ausland. Wer noch nicht mitgemacht hat, der möge das bitte nachholen. Jede Stimme zählt, das wissen Sie, liebe Hörerfreunde. Die Umfrage läuft noch bis zum 9.9. 2x9, ich denke, das sollte man sich leicht merken können. So ist es. Kommen wir damit wieder zu dir und deinen Sendungen zurück, Anne. Ja, soweit ich weiß, hast du auch mal eine Kochecke gemacht. Ja, ja, stimmt. Deshalb habe ich jetzt rund 20 koreanische Kochbücher in meinem Regal stehen. Ich habe da mal durchgezählt. Ja, und der Witz bei der ganzen Sache ist, dass ich sehr gerne esse, aber nicht gerne koche. Den Kochlöffel, den schwingt bei uns zu Hause mein Mann, der sehr, sehr kreativ kocht schon seit Studentenzeiten. Außerdem versorgt uns manchmal noch meine 82-jährige Schwiegermutter, die eine hervorragende Köchin ist. Von meiner ebenso hervorragenden Kochenschwägerin mal ganz abgesehen. Verhungern ist also gar nicht möglich. Zudem wohnen wir in einer sogenannten Fress- und Trinkstraße. Das heißt, wir können in allen Preislagen im Umkreis von 15 Gehminuten hervorragend essen gehen. Mapo, also ein Paradies für alle, die gern essen, trinken. Und zu KBS müssen. Ja, ja, ja. gibt es irgendetwas, was du essensmäßig aus Deutschland vermisst? Ja, Pumpernickelhering in der Dose, Rollmops-Heringsalat, Meerrettich mit Sahne. Ja, das war es dann auch schon. Komische Sachen, ja. Ne? Oh, ich kann das nachvollziehen. Anna, wie sieht das bei dir aus? Ja, mir geht's also ähnlich, also Brotsorten, da wünsche ich mir manchmal hier ein bisschen mehr Vielfalt oder auch so Milchprodukte, so Dickmilch oder so. Ja, verschiedene Käsesorten oder ja, so. Ja, Käsesorten auch, obwohl es da schon mittlerweile schon viel ja, es hat sich viel getan. Nun gut, man kann nicht alles haben. Ja, Anne, eine deiner Sendungen, die ja auch sehr beliebt war, das war die Märchenecke. Es war einmal. KBS World Radio hat ja auch anlässlich des 30. Jubiläums des deutschen Programms am 1. Mai 2011 ein kleines illustriertes Märchenbüchlein mit einer von dir besprochenen Märchen-CD herausgegeben. Ja, das war wirklich eine schöne Sache. Ich habe die Märchenecke sehr gerne gemacht und auch oft die notwendigen Geräusche selber erzeugt. Wenn also in der Geschichte jemand vom Pferd fiel, habe ich mich mal kurz auf den Boden plumpsen lassen. Einige Tierstimmen kann ich halbwegs passabel nachmachen. Ja. Also zum Beispiel... Sehr überzeugend, absolut glaubwürdig. Ja, es geht schon mal besser. Also auf jeden Fall, die Märchenecke war Spaß hoch 3. Die Skripte habe ich auch noch irgendwo. Sie lief auch recht lange, aber irgendwann sind mir die Märchen im wahrsten Sinne des Wortes ausgegangen. Dabei habe ich einige wegen der Länge schon in Fortsetzungen erzählt. Leider war die Märchenecke vor der Volldigitalisierung. Das heißt, die Geschichten sind im Nirvana verschwunden und auch nicht mehr auf der KBS-Webseite, was ich also wirklich persönlich sehr schade finde. Mhm. Teilweise, wie gesagt, auf dieser CD, ne? Ja, also das sind, glaube ich, 10 sind da. Ja, ich glaube, damit sind wir deine Sendungen und die Erinnerungen
weitestgehend durch. Wie ist denn das nun mit den Hörerfreunden? Gibt es da besondere Erinnerungen? Verbinden dich da besondere Erinnerungen mit den Hörern? Ja, natürlich. Also grundsätzlich verbinden mich zu 99% positive Erinnerungen mit den Hörerfreunden. Hörerfreunde wie Andrea Hubel und Werner Schubert, die zu Weihnachten selbst gebackene Plätzchen geschickt haben. Manfred Theile, von dem schon seit Jahren die Basler Leckerli eingehen. Carlo Markulis, von dem neben interessanten Tipps auch schon allerlei Leckeres eingegangen ist. Thomas Schneider und Andreas Niederdippel, die Pumpernickel, Aspirin plus C und Klosterfrau Melissengeist, also die Versorgung damit für mich aufrechterhalten. Dieter Reibold, der die Briefmarkenversorgung aufrechterhält. Paul Gager, dessen österreichische Blättchen ich oft interessiert und in vielen Fällen auch amüsiert gelesen habe. Ivan Lemke, von dem ich immer noch die Kinderkassetten habe, die er mal für meine jetzt 30-jährige Tochter geschickt hat, um nur einige Hörer zu nennen, die mir da ganz spontan einfallen. Und dann natürlich Ludwig Strauss-Kim mit den Korea-Reisen und den Besuchen hier. Wolf-Dietmar Balz mit den Ginkgo-Bäumchen. Ich hoffe, die leben auch noch. Dann Andreas Pawelczyk, Werner Schwemmer und Gerhard Jahne. Den kennst du nicht mehr, ne? Nee, den österreichischen Polizisten mit dem großen, aber leider schwachen Herzen. Ja, all die genannten sind jetzt nicht mehr unter uns, aber mit ihnen verband mich ein langjähriger Austausch. Mhm. Also, und als es dann Internet gab, dann auch über E-Mails, ansonsten aber auch schon mal privat durch Päckchen und so weiter. Gab es in einer Zeit auch mal negative Erfahrungen? Ja, auch die gibt es leider. Es gab einen Hörer, dem man es kaum je recht machen konnte und der wirklich an allem und jeden etwas aufzusetzen hatte. Der Meckerer vom Dienst gewissermaßen, der hat mich einige Seufzer gekostet. Ein anderer hat mich in seinen Briefen als Nazi- und KZ-Meisterin beschimpft, weil ich seine Post nicht vollständig vorgelesen habe. Beide sind schon lange nicht mehr unter uns. Ja, und dann gibt es einen Hörerfreund, dem ich wirklich eine Freundschaft fürs Leben zu verdanken habe. Eine Freundschaft fürs Leben, wie das? Erzähl mal. Ja, also gemeint ist hier Manfred Edelmann aus Göttelsbrunn in Österreich, der eine Zeit lang öfter nach Korea kam, also fast jedes Jahr. Das war mir schon, weiß ich nicht mehr, aber es müssen wohl gut 10 Jahre her sein, dass er an einem kalten Wintertag beim Sender war. Und nach dem Essen fragte er mich dann, ob ich Lust hätte, ihn zum Kim Wangi-Museum im alten Stadtteil Puamdong zu begleiten. Das war damals so das Innenstadtteil, das kam gerade erst auf. Außerdem sagte er, gäbe es dort ein Theater, über das in einer in Österreich erscheinenden Zeitschrift hier zu Korea berichtet wurde. Also sind wir dann hochgestapft durch die Kälte. Es lag zwar kein Schnee, aber es war eisig kalt. Und sind dann nach dem Besuch des Wangi-Museums bei Art for Life gelandet. Und bei Mr. Song Pil Guan, einem begnadeten Oboe-Spieler, der wirklich auf allen großen Bühnen der Welt gestanden hat und manchmal auch ins Blaue Haus zitiert wurde, um dem Präsidenten und dessen Gästen vorzuspielen. Mhm. Ja, und da sind wir dann gelandet und natürlich war es ja draußen kalt, habe ich schon gesagt, und aufgewärmt, man glaubt es kaum, haben wir uns mit Glühwein, das war der erste. Den gab es dort und den gab es nur dort. Also nur heute dort. Kann man den in Flaschen kaufen im nächsten Supermarkt. Damals gab es den nur dort. Und nachwärmen, das war dann möglich mit Cappuccino. Ja, und als es dann an die Bezahlung kam, da wurde es dann richtig spannend. Manfred Edelmann hat nämlich bezahlt mit Wien, Wien, nur du allein. Also er kann das richtig gut singen, muss ich sagen. Die Stadt meiner Träume. Genau. Ja. Ne? Und dazu muss man wissen, dass also Mr. Song also Europa sehr gut kennt, in Paris, Italien, überall studiert hat. Und er kann damit wirklich etwas anfangen. Ja, und ich habe dann ein Gedicht rezitiert. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht mehr um welches, aber Mr. Song hatte mich dann darum gebeten. Und wer sich Art for Life und das ganze Ambiente dort mal
anschauen möchte, wie gesagt, das Restaurant ist in einem sehr modernen Betonblock drin. Daneben gibt es allerdings ein originalhistorisches Hanok, in dem also dann die Emmaus-Brüder ihr Quartier bezogen haben. Und davor gibt es also einen Garten. Und übrigens das alte Gebäude, wo früher eben auch Theatervorstellungen stattfanden, das hat Mr. Song übrigens auch mit einigen Freunden mit eigener Hand nicht nur entworfen, sondern auch gemauert und hochgezogen. Also wirklich ein besonderer Ort. Ja, im Stadtteil Buamdong. Ja, Anne, was im Vergleich zu früher ist, was würdest du sagen, was ist vielleicht die größte Veränderung, die hier stattgefunden hat, was das Leben hier in Korea betrifft? Ja, da fällt mir eigentlich im Moment, es gibt natürlich sehr viele positive Veränderungen, allerdings, was mir da so auf Anhieb auffallen würde oder einfallen würde, ist, dass die Menschen mit zunehmendem Wohlstand leider auch hier in Korea materialistischer und egoistischer geworden sind, und das gilt vor allen Dingen für die junge Generation. Und auch da ist eben Artverlauf, das ist für mich so ein persönliches Refugium, wenn ich mich über Dinge in diesem Bereich zu ärgern habe. Ja, die jüngere Generation, die eben auch diese harte Aufbauarbeit gar nicht mehr mit gar nicht mehr kennt, die Demokratiebewegung nicht mehr kennt, was das bedeutete. Ja, diese Dinge in den Schoß gefallen sind, alles nur noch für selbstverständlich hält. Und wenn es dies und jenes nicht gibt, dann ja, warum ich? Zu wenig, ein bisschen zu wenig Engagement. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Wie? Ja, aber dann muss ich auch wieder sagen, ich kenne einige Leute, die sich wirklich engagieren, einige junge Leute, die gibt es auch, aber es sind nicht zu wenige. Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke. Ja, und einen Standardbestandteil dieser Sendung, den soll es heute dann doch noch geben, weil du dir die Arbeit gemacht hast, Anne. Danke. Die Hörerfragen. Ja. Monitor Erich Kröpke fragt aus aktuellem Anlass. Am letzten Sonnabend war in Sachsen-Anhalt Einschulung. Hier hat sich die Einschulung zu einer Riesenfeierei entwickelt. Bei Einbruch der Dunkelheit fingen überall rundherum die Feuerwerke an. Ist die Einschulung in Südkorea auch ein Anlass für so große Feiern oder geht es für die Kleinen gleich mit der Arbeit los? Ja, also in Korea gilt mit vollendetem 6. Lebensjahr Schulpflicht. Das heißt, damit beginnt der Ernst des Lebens wirklich richtig. Eigentlich beginnt er für die Kleinen ja schon vorher. Die müssen ja schon vorher eine Menge lernen und können alle lesen und schreiben, wenn sie in die Schule gehen. Und ja, aber die Einschulung ist auch hierzulande ein Grund zum Feiern, allerdings ohne Feuerwerk am Abend. Eltern, Idötzchen und Lehrer versammeln sich morgens in der Aula der Schule, die dann auch mit Luftballons und Transparenten geschmückt ist. Es gibt Begrüßungsansprachen vom Direktor, vielleicht auch von anderen Lehrern. Die Lehrer schenken dann den Neulingen Päckchen mit allerlei Schulbedarf und die Sechsklässler, das sind die ältesten Schüler in der koreanischen Grundschule, die begrüßen sie mit Blumen und Süßigkeiten. Ja, und gesungen wird bei solchen Zeremonien auch und es soll da hin und wieder noch der alte Schlager Nane Nabi gespielt werden oder im Hintergrund laufen. Der Titel bedeutet Ich bin ein Schmetterling. Und das Lied fordert dann die I-Pünktchen dazu auf, ihre Flügel auszubreiten, sich eben hoch in die Lüfte zu schwingen und ihre Wünsche zu erfüllen. Ja, und die Erstklässler gehen dann auch schon mal mit Eltern und Geschwistern essen. Ein Ausflug zu McDonald's ist dann vielleicht gefragter als ein Essen in einem Schickeria-Restaurant, aber das wird es wahrscheinlich auch geben. Die Zahl der Grundschüler ist übrigens in Korea stark rückläufig. 2017 betrug die Zahl 2.674.227. Das war im Vergleich zum Jahr 2007, als noch 3.829.998 Kinder eingeschult wurden. Ein Rückgang um 30,2%. Und es wird noch schlimmer werden in Zukunft, denke ich. Ne? Und an diesen Zahlen können Sie schon erkennen, wie genau Anne recherchiert.
Ja, noch eine Frage. Erich Kröpke hatte zuletzt in den Medientipps auf eine Show mit Flüchtlingen aus Korea aufmerksam gemacht und meinte, dazu könnten Sie vielleicht dazu noch etwas Näheres berichten. Ja, also der sogenannte Flüchtlings-TV-Hype in Südkorea startete bereits vor 6 Jahren, als immer mehr Kameramänner, einige davon christlich inspiriert, sich für das Leben der nordkoreanischen Flüchtlinge in Südkorea zu interessieren begann. Also diese sogenannten Reality-Shows, von denen es übrigens eine ganze Reihe gibt, berichten zum einen über den Alltag in Nordkorea, die Flucht, die Schwierigkeiten der Eingliederung im Süden und so weiter und so fort. Daneben gibt es übrigens auch Dating-Shows, in denen südkoreanische Männer und nordkoreanische Frauen zusammenfinden sollen. In den meisten dieser Shows treten hübsche, junge Nordkoreanerinnen auf, die sich natürlich auch hier davon einiges erhoffen. Wie es dann tatsächlich mit diesen Ehen weitergeht, wenn sie zustande kommen, das ist eine andere Sache. Mhm. Ich weiß auch nicht, inwieweit das untersucht ist. Unter den seriösen Shows gibt es auch eine vom Vereinigungsministerium gesponserte, in der sich junge Leute aus Nord- und Südkorea treffen und über kulturelle Unterschiede sprechen. Und ich habe schon angedeutet, wie umstritten eine solche Show sein kann. Das hängt von der jeweiligen inhaltlichen Ausrichtung ab. Die Spannbreite der Interpretation reicht eben von Verkuppeln über Eingliederungshilfe und Verarbeiten der Flucht bis zur Förderung von gesellschaftlicher Integration im Süden und Verständigung zwischen Süd- und Nordkoreanern. In einigen Fällen treten die Flüchtlinge aus Angst vor dem nordkoreanischen Geheimdienst und Repressalien für im Norden lebende Verwandte bis heute immer noch nicht unter ihrem eigenen Namen auf. In anderen Fällen hoffen sie allerdings auch darauf, dass die Verwandten im Norden die Shows dann sehen können, dass sie sie erkennen und wissen, zumindest wissen, dass es ihnen hier im Süden gut geht. Hast du eine dieser Shows mal dir angeschaut? Nee, und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht so genau, ob das alles öffentlich gemacht werden muss. Also dieses, es kann eine Hilfe sein, wenn das ein bisschen Aufmerksamkeit da drauf lenkt. Aber so private Sachen wie diese Kuppelgeschichten das scheint mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen reißerisch zu sein und ein bisschen voyeuristisch. Ist nicht so ganz mein Fall, muss ich sagen. Nee, das denke ich auch, aber du weißt ja, dass eben gerade diese Themen oder diese Art von Darstellung dann leider Gottes besonders gut zieht und dann auch die Einschaltquoten nach oben Die Einschaltquoten. Und das ist leider, wie gesagt, ich persönlich denke auch nicht, dass es in allen Fällen unbedingt gut ist, also auch für die Flüchtlinge selbst. Ne? Also sehr zwieschneidiges Thema. Also Diskussionen sind natürlich auf jeden Fall zu begrüßen. Ja. Sie wurden so eben Zeuge der letzten Hörerecke von und mit Anne Stern Co. Wir bedanken uns für die tolle Zeit mit dir, Anne. Es war auch wirklich eine tolle Zeit. Ja, für die hervorragende Arbeit und wir wünschen dir für die Zukunft alles, alles Gute. Ja, vielen Dank und wie gesagt, wie lange und ob der Abschied endgültig sein wird, das ist auch noch eine andere Frage. Aber auf jeden Fall brauche ich erstmal eine Pause. Und ich habe hier jetzt einen wunderbaren Blumenkorb von den Kollegen vor mir stehen. Also der schreit fast, komm bald wieder. Ja, aber vorher heißt es Heißer Abschied. Ein Lied gesungen von Toi, Anne, dir alles Gute. Vielen Dank und liebe Hörerfreunde, auf Wiedersehen und auch Ihnen vielen herzlichen Dank für alles.